Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zum heutigen Natur im Garten-Webinar. Heute geht es um die Bekämpfung von invasiven Neophyten, ein Thema, das die Gemeinden wirklich unter den Nägeln brennt. Das Natur im Garten-Gemeinde-Webinar findet jeden letzten Freitag im Monat um 9 Uhr zu einem anderen Thema statt, Themen, die die Gemeinden interessiert. Und unser erster Input startet in Kürze. Aber da wir Sie nicht sehen und hören, interessiert uns natürlich, wer vor dem Computer sitzt und wer mit dabei ist. Daher habe ich jetzt eine Umfrage gestartet, in welcher Funktion Sie in der Gemeinde arbeiten. Sind Sie Bürgermeister, Bürgermeisterin? Sind Sie Mitglied des Gemeinderats? Arbeiten Sie im Bauhof mit? Also sind Sie diejenigen, die wirklich die Umsetzung machen, der Stadtgärtner, die Stadtgärtnerin, Amtsleiter oder interessierte Bürgerinnen, Bürger oder gar im Verschönerungsverein aktiv? Einfach rechts unten mitmachen. Ich darf mich inzwischen vorstellen. Mein Name ist Christa Lackne. Ich bin die Geschäftsführerin von Natur im Garten und ich darf Sie durch dieses Webinar begleiten. Sie können im Chat teilnehmen. Einfach rechts unten finden Sie den Chat, die Chatfunktion. Und hier können Sie alle Anmerkungen, alle Fragen stellen und wir versuchen im Laufe der nächsten Stunde diese auch zu beantworten. Entweder wir, der Andreas Steinert und ich, oder unsere regionalen Kolleginnen und Kollegen, die auch für Sie in die Gemeinden die Ansprechpartner sind. Das ist im Industrieviertel meine Kollegin Petra Hirner, im Mainviertel Martina Lil-Reiner, im Wallviertel arbeitet Daniela Büchler für Sie, im Mostviertel ist der Bernhard Heidler Ihr Ansprechpartner, in der Region Innenmitte Theresa Steiner. Und die Anlaufstelle für alle Pflegeberatungen ist der Andreas Steiner, den wir gleich später auch hören. Sie können kontaktieren unter www.naturimgarten.at oder über das Gartentelefon 02742743x3. Ja, ich beende die Umfrage und bin schon sehr gespannt, was da herauskommt. Ja, wir haben 29% Mitglieder des Gemeinderates mit dabei, auch 29% interessierte Bürgerinnen und Bürger, herzlich willkommen. Auch 5% Bürgermeister sitzen vor dem Computer oder vor dem Smartphone und 17% Verschönerungsverein oder ähnliche Aktive in der Gemeinde, in der Pflege und 11% Mitarbeiterinnen, Bauhof und Stadtgärtner. Ja, herzlich willkommen Ihnen allen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema invasive Neophyten. Und haben gleich noch eine zweite Umfrage, weil uns ja auch interessiert, wie es bei Ihnen in der Gemeinde ausschaut. Kurz die Umfrage starten. Haben Sie Probleme mit invasiven Neophyten in Ihrer Gemeinde? Bitte kreuzen Sie an rechts unten. Haben Sie große Probleme? Sie haben es gut im Griff. Auch diese Erfahrungsberichte sind wir schon sehr gespannt. Oder das weiß ich nicht so genau. Oder Sie haben überhaupt keine Probleme. Bitte mitmachen, damit der Andreas Steiner dann auch in seinen Input darauf eingehen kann. Einen kurzen Technikinfo für alle, die neu hier im Webinarraum sind. Rechts unten haben Sie die Möglichkeit, per Chat einzusteigen und Fragen zu stellen. Wir sehen und hören Sie nicht, aber Sie können sich via Chat beteiligen und sollte es Verbindungsprobleme geben, in der Mitte steht wieder verbinden, einfach draufdrücken. Und wenn das nicht funktioniert, noch einmal ganz aussteigen und neu einsteigen. Sehr gut ist auch immer im Hintergrund alle Programme zu schließen. Ja, ich darf inzwischen noch einmal erzählen, was Sie erwartet. Das Thema Behandlung von invasiven Neophyten bis 10 Uhr. Andrea Steinert gibt Ihnen praktische Tipps und Hintergrundinformationen. Und wir schalten Mario Jaglerz aus der Stadtgemeinde Tulln zu, der auch schon einige Erfahrungen mit der Bekämpfung von Neophyten hat.
Ja, Neophyten sind nichts Neues in unserer Pflanzenwelt. Wir finden viele, die aus der ganzen Welt zugewandert sind, entweder bewusst als Nutz- und Zierpflanzen schon bei den Entdeckungsreisen mitgebracht oder die ganz unbemerkt als Samen durch lange Reisen nach Österreich mitgebracht wurden. Und die meisten Neophyten sind völlig unproblematisch, gehören einfach schon zu unserer Pflanzenwelt dazu. Und nur sehr wenige bereiten uns wirkliche Probleme. Das sind die invasiven Neophyten und genau die kümmern wir uns heute. Und daher schauen wir uns einmal die Umfrage an. Ja, 45% wissen nicht genau, ob sie Probleme mit invasiven Neophyten haben in ihrer Gemeinde, aber immerhin 30% haben große Probleme. Da sind wir schon sehr auf ihre Fragen gespannt. Und 25% haben es gut im Griff. Und auch auf diese Erfahrungen sind wir ganz gespannt. Ja, danke für die Umfrage. Ich würde jetzt sagen, ich schalte zum Andreas Steinert. Und bitte Andreas für den ersten Input, dass du uns einmal erzählst, wie denn das so grundsätzlich mit Neophyten ist. Ich übergebe an dich. Ja, vielen Dank, Christa. Man hört mich, alles in Ordnung mit Ton Man und hört dich Technik. perfekt, Na, Andreas. wunderbar. Ich habe auch ein kleines, ja, ich habe es mir hier gemütlich gemacht, hier im Besprechungsraum in Tulln und habe mir noch ein paar Neophyten gepflückt, die man ja wirklich überall findet. Ich habe hier die kanadische Goldrute und neubelgische Astern und natürlich ein bisschen Knöterich, der einfach nur zur Zierde da ist. Also wirklich wunderschön, muss man sagen. Und wir reden ja heute über Neophyten und du hast das ja schon richtig gesagt, Christa, wir reden über invasive Neophyten und auch da gibt es schon wieder Probleme. Ich meine, die Menschheit ist manchmal schon, ja, ist manchmal schwierig. Da sagt man, Invasion ist so militärisch und Neophyt oder fremde Pflanzen und alles Mögliche. Wir werden einfach heute bei den Begrifflichkeiten invasive Neophyten bleiben, ob die jetzt politisch korrekt sind oder nicht. Man muss sich ja irgendwann mal auf irgendwas einigen. Und das sind zwei wunderbare Fremdwörter und deswegen kann man sich da ein bisschen distanzieren, um da vielleicht einfach ja nichts zu implizieren. Wir haben gerade in den Gemeinden auch ziemlich große Probleme. Also ich habe immer wieder Anfragen. Wir haben auch nächste Woche im Pillachtal mit mehreren Gemeinden zusammen, setzen wir uns hin und überlegen uns ein Konzept, weil man eben nicht mit reiner Bekämpfung den Neophyten Herr wird. Man wird ihnen eh nicht mehr Herr, muss man auch sagen, sondern wir müssen da einen richtigen Managementplan aufstellen. Deswegen wäre der Titel wahrscheinlich Neophytenmanagement in Gemeinden besser gewesen, aber das klingt dann schon wieder so hochgestochen. Deswegen haben wir Neophyten in Gemeinden genommen. Und ich starte mal mit meiner Präsentation. Und wenn Sie oder wenn ihr irgendwie was von Neophyten lest, in irgendwelchen Zeitschriften, in irgendwelchen Büchern oder sowas, da kommt man um eine Folie oder um einen Punkt nicht drum rum. Und jetzt muss ich ja schauen, ja, erstmal hier alles schön einrichten. Und zwar ist das der 12. Oktober 1492 um 2 Uhr morgens. Das war nämlich für die Europäer die Entdeckung Amerikas. Und hier setzt man eben auch die Grenze bei Neophyten. Man sagt, alles, was nach der Entdeckung Amerikas zu uns kam, das bezeichnen wir als Neophyten. Was vorher schon da war, was weiß ich, die Neandertaler irgendwie mitgebracht hatten oder sonst noch was, das sind dann eher Archäophyten, also Neophyten ab 12. Oktober 1492, 2 Uhr. Das war so der Punkt. Ja, wir sprechen immer von der Entdeckung Amerikas. Das werden die Einwohner von Amerika anders sehen. Die haben das schon 15.000 Jahre vorher entdeckt. Wurscht, für uns Europäer war es praktisch, jetzt sagen wir mal, wir haben die neue Welt das erste Mal gesehen, was auch nicht ganz stimmt. Die Wikinger waren ja auch noch da, aber es ist wurscht. Dieser Punkt, der wird immer wieder genannt. Also alles, was ab da zu uns kam, von der Tomate angefangen, die Kartoffel bis hin eben zu ja, Tabak und alle Sachen, die eben zu uns kamen. Aber natürlich nicht nur aus Amerika, sondern auch aus der ganzen Welt. Wir haben ja sehr viele, wie zum Beispiel auch hier mein Japan-Knöterich, der sagt ja schon im Namen, der kommt natürlich nicht aus Amerika, sondern auch was aus Asien, teilweise auch was aus Südeuropa bei uns reinkommt. Das wird dann alles als Neophyten bezeichnet. Und um das Ganze noch ein bisschen zu toppen und ein bisschen zu komplizieren,
Man spricht generell eigentlich von Neobiota, also neue Lebewesen, die eben eingeschleppt oder eingeführt wurden. Und da wird noch unterschieden eben in die Neophyten, das sind die Pflanzen, die Neozoen, das sind die Tiere, die neu eingeführt werden, und Neomyceten, das sind Pilze. Und das Bild im Hintergrund zeigt das wunderbar. Das ist in Kirchberg am Wagram, wo wir mal ein Monitoring gemacht haben zur Kastanienminiermotte. Also die Kastanie ist ein Neophyt. Na, die kamen erst nach der Entdeckung Amerikas zu uns vom Balkan. Dann haben wir Neozoen auf diesem Baum drauf, eben diese Kastanienminiermotte, und Neomyceten, das ist dieser Gegnadia esculi, diese Blattbräune an der Kastanie, die kommt eben auch nicht von hier. Das sind eben gleich drei Sachen, habe ich gedacht, ist ein wunderbares Bild, um einfach mal zu zeigen, was sind Neobiota. Und das liest man eben auch in der Gesetzgebung oder in den EU-Verordnungen und sowas, dass es eben über Neobiota geht, und Neophyten ist eben nur ein Teilbereich davon. Gut. Und um jetzt alle gleich vollkommen abzuschrecken, dann mache ich einfach das Rechtliche mal zuerst. Und zwar haben wir 2014 eine EU-Verordnung gekriegt über die Prävention und das Management zur Einbringung invasiver gebietsfremder Arten. Also da hat man wirklich gemerkt, man muss was tun, vor allem man muss wirklich europaweit was tun, weil die machen ja vor den Grenzen nicht Halt. Und in dieser EU-Verordnung, die übrigens, das muss ich sagen, wir haben eine wunderbare Seite in Österreich, und zwar neobiota-austria.at, die blenden wir am Schluss nochmal ein von dem Webinar, weil es wirklich eine wunderbare Seite ist, wo sehr viele Informationen drauf sind. Das ist vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Touristik, wenn ich mich da jetzt richtig ausdrücke. Und die haben zum Beispiel diese EU-Verordnung auf zwei Seiten gepresst, naja gut, drei Seiten sind es, Auszüge daraus, die wirklich auch wichtig sind, weil so eine ganze EU-Verordnung zu lesen, bitte tut euch das nicht an, das ist wirklich tödlich. Und diese EU-Verordnung, die hat natürlich dann auch irgendwann eine Durchführungsverordnung gekriegt, und die ist mittlerweile, heißt die glaube ich 2019, weil die nämlich ständig auch aktualisiert wird. Und hier findet man eine Liste von Tieren und Pflanzen, die eben ja besonderes Bedrohungspotenzial haben. Da sind eben, ja, ist zum Beispiel auch der Götterbaum drauf, aber eben auch Tiere. Und es wird schwierig für den Nasenbären. Also wenn Sie einen südamerikanischen Nasenbären jetzt daheim haben, dann wird es demnächst problematisch, weil ja, das ist ein invasive Neozoe, die sich eben auch ausbreitet, wahrscheinlich nicht in Österreich. Ich habe jedenfalls noch nie einen Nasenbären gesehen. Sie müssen den auch nicht erschießen jetzt. Also so weit geht jetzt die EU-Verordnung nicht, sondern die sagt, man muss sie unter Verschluss halten, bis sie ihre natürliche Lebensdauer abgeschlossen haben. Was immer das heißt, unter Verschluss. Aber man muss sie wenigstens nicht um die Ecke bringen, im Hinterhof bringen. Und ja. Das ist schön. Das gilt natürlich für Pflanzen auch. Prinzipiell sollte man natürlich immer vorsichtig sein, wenn man irgendwelche potenziell invasive Neophyten im Garten hat. Ja, beachten, dass die sich wirklich nicht aussamen, eventuell vielleicht sogar austauschen. Das wäre schon teilweise sinnvoll. Wie gesagt, diese ganze Liste haben wir drauf, und zu einer richtigen guten EU-Verordnung gehört natürlich auch eine nationale Verordnung. Das machen in dem Fall die Länder, und im österreichischen, also im niederösterreichischen Naturschutzgesetz gibt es eben einen Paragraph 17 und einen Paragraph 21a, der sich eben mit den invasiven Arten auch beschäftigt. Da kann man das eben, wie gesagt, alles schön nachlesen. Es sind jetzt, ja, muss man sagen, relativ lesbar. Ne? Man darf eben zum Beispiel keine gebietsfremden Arten in der Natur ausbringen. Wird natürlich wieder eingeschränkt, sonst könnte man ja kein Mais mehr anbauen. Alles wunderbar geregelt im NÖNSCK, das niederösterreichische Naturschutzgesetz. So, und jetzt steigen wir direkt ein in die Neophyten, und man muss wirklich auch sagen, dass die meisten neuen Pflanzen, die wir hier haben, wirklich kaum Überlebenschancen haben. Da gehört natürlich auch die Paradeiser dazu, die Erdäpfel oder sowas, die ja jetzt wirklich kein invasives Potenzial haben. Sie sind nicht von hier, und viele andere Pflanzen auch, Mais zum Beispiel, die jetzt ja neue Pflanzen sind, aber hier sich eigentlich nicht besonders breit machen können. Da gibt es so eine Zehnerregel, und zwar von 100 Pflanzen, die hier reinkommen, kann sich eigentlich nur eine dauerhaft ansiedeln. Und wenn sie sich angesiedelt hat, dann macht sie eigentlich auch keine Probleme. Also von denen ist auch wieder nur 1% wirklich Org. Und da gehören eben zum Beispiel hier die Pflanzen auch
die ich mit dabei habe, dazu, die sich wirklich sehr stark ausbreiten und dann eben Probleme verursachen. Und Probleme verschiedenster Art, das fängt natürlich an, dass sie sich ja einfach ausbreiten. Hier ist zum Beispiel auch der Schmetterlingsstrauch, der durchaus auch sehr invasives Potenzial hat. Wir fangen mal an mit den Problemen. Wir haben einerseits natürlich gesundheitliche Probleme, was vor allem zwei Pflanzen auslösen können, das Ragweed und der Bärenklau, die also wirklich ja für Allergiker oder bei Kontakt eben wirklich starke Bläschen auslösen kann. So sieht es dann aus, richtige Verbrennungen, und zwar beim Riesenbärenklau in Verbindung mit Sonne, riesige Verbrennungen und Blasen, das ist ein richtig ekliges Bild. Christa hat mich gerade schon geschimpft, geschimpft nicht, aber er hat gesagt, das ist richtig eklig. Da gibt es noch schlimmere Bilder, ich habe das Schönste ausgesucht. Neben den gesundheitlichen haben wir natürlich auch naturschützerische Probleme, und das ist einerseits die Verdrängung von Arten, weil die Pflanzen sich entweder so massiv ausbreiten, oder Verdrängung und Veränderung. Und das ist jetzt ein Bild hier von eigentlich einem Trockenrasen, der von einer Artenvielfalt eigentlich nur so strotzt. Also viele Blütenpflanzen, viele Kleinsträucher und alles Mögliche. Und da ist eben die Robinie reingefahren. Und die Robinie ist ein Gehölz, das sich wirklich sehr stark ausbreitet und Stickstoff in den Boden reinbringt. Na, es ist also auch ein Schmetterlingsblütler, der eben mit Knöllchenbakterien Luftstickstoff binden kann. Und dadurch verändert er den Boden. Und wenn man sich das anschaut, dieser Trockenrasen, der wirklich sehr artenreich war, da besteht es eigentlich nur noch aus Robinien und vielleicht 3, 4, 5 verschiedenen Gräserarten. Mehr ist da nicht mehr. Also komplett veränderte Natur ist natürlich auch ein Problem. In der Wachau sieht man es auch, wie sich die Robinie immer weiter nach vorne drängelt und dann natürlich diese wertvollen Trockenrasen dann auch verdrängt. Dann haben wir wasserbauliche Probleme, weil sich sehr viele invasive Neophyten oder sagen wir mal die schwierigsten, also der Japanknöterich und natürlich auch das Springkraut, an Gewässern stark ansiedeln und aber vom Wurzelwerk her nicht so stark sind wie zum Beispiel heimische Weiden oder andere Pflanzen, die eben auch tiefer wurzeln, die diesen Wasserdruck auch gewöhnt sind. Und da kommt es eben zu Uferabbrüchen und ja generell eben wasserbaulichen Problemen. Also man muss sagen, es ist teilweise dramatisch, wenn man sich das anschaut, was an den Gewässern steht. In meiner Heimatstadt Nürnberg hat man das eigentlich auch schon aufgegeben, das komplett zu bekämpfen. Man schaut einfach nur, dass es wirklich nicht weitergeht. Und hier sieht es natürlich genauso aus. Wenn ich jetzt hier nach Tulln fahre, an der Donau entlang, also wirklich Massen an Neophyten, an Invasiven, vor allem eben der Staudenknöterich. Und der macht dann eben auch Probleme. Und nicht nur, dass er eben wirklich, die Gewässer irgendwie gefährdet, sondern er ist unglaublich rabiat. Also auf dem linken Bild, das war von der BBC, da ist der einfach in die Wohnung reingewachsen. Also das ist keine Pflanze, die irgendwie in der Ecke steht, sondern die hat wirklich den Betonboden durchbrochen und kam dann irgendwie aus dem Parkett raus. Und bei der Mauer rechts kann man es auch sehen, es sind wirklich, also ganz, ganz heftige Pflanzen. Und da werden wir natürlich auch im Straßenbau Probleme kriegen, wenn die sich da irgendwie drunter ausbreiten und sowas. Also gar nicht mal so übel die Pflanzen, wenn man von ihrer Kraft ausgeht. Also da hat man wirklich große Probleme dann. Ja, und jetzt, Christa, haben wir unseren Gast zugeschaltet. Jawohl. Wir wollen ja auch die Erfahrungen aus den Gemeinden hier hereinbringen, und daher begrüße ich nun bei uns zugeschaltet aus Tulln den Bereichsleiter für den öffentlichen Grünraum, Mario Jaglerz. Guten Morgen, Mario. Guten Morgen. Die Stadt Tulln ist ja unsere erste Natur- und Gartengemeinde, das heißt, Tulln ist ja schon sehr lange aktiv bei der ökologischen Pflege und von Beginn an engagiert. Und meine Frage an dich, welche problematischen Neophyten kommen denn in Tulln vor und welche Probleme machen sie dir in der Arbeit? Ja, guten Morgen auch von mir. Freut mich, dabei sein zu dürfen und nochmal auf diese Umfrage von dir zurückzukommen. Also ich weiß Bescheid, womit ich zu tun habe, und beim Andreas noch anzuschließen. Es wird so sein, dass wir den Kampf gegen diese Neophyten nicht gewinnen werden. Das habe ich mittlerweile auch erkannt. Also es ist ein Kampf gegen Windmühlen, also das werden wir nicht schaffen. Ja, und bei uns in Tulln ist es so, wir liegen ja an der Donau
haben einen Auwaldrest im Wasserpark, wo ja die Gartentullen und euer Büro eigentlich mittendrin liegen und auch das Messegelände am Rand ist. Und dieser ganze Bereich ist halt durchzogen mit Wegen, Spazierwegen und vor allem auch Wasserwegen. Und gerade dieser japanische Knöterich und auch das Springkraut, das ist zu uns gekommen am Wasserweg, beziehungsweise vielleicht auch auf irgendwelchen LKW-Reifen oder falsche Erde, die gebracht wurde. Ja, das wächst halt da bei uns jetzt im Wasserpark recht gut. Und wir versuchen, das in Zaun zu halten. Bitte? Welche wachsen da? Welche invasiven Neophyten? Naja, die, mit denen wir am stärksten kämpfen bei uns, ist eben dieser Knöterich und das Springkraut. Ja, natürlich haben wir alles andere Mögliche auch bei uns stehen. Wir haben auch die Goldrute absichtlich gepflanzt an der Donaulände vor 30 Jahren. Die halten wir dort auch im Zaum. Aber es geht. Aber nein, das größte Problem ist natürlich der Knöterich und der Springkraut an den Wasserwegen. Ja. Und es gibt natürlich Empfehlungen, dort Erde zu tauschen oder mit Heißdampf das zu behandeln und vor allem das Schnittgut ja wegzuräumen, denn ein winziger Sprossteil oder von dem Rhizom vom Knöterich ein winziger Teil wurzelt wieder an und macht eine neue Pflanze. Nur bei hektarweisen Wasserwegen bei uns im Wasserpark oder im Auwald ist es einfach logistisch nicht machbar, das wegzuräumen. So, also was machen wir dagegen? Natürlich, wir strecken uns auch budgetmäßig nach der Decke, aber dennoch ist es uns möglich, diese invasiven Neophyten dreimal im Jahr zu mähen, also zu behandeln. Das heißt, wir haben das einer Firma vergeben, die da dreimal im Jahr den ganzen Bestand quasi wieder abmäht oder auf Stock setzt sozusagen, weil es wächst natürlich wieder nach. Und nur um das zu veranschaulichen, wie aufwendig das ist. Also dieser Trupp besteht aus 5 Personen, alle bewaffnet mit Schnüdelmähern, also Motorsensen. Und da ist es teilweise auch nötig, dass es nicht mit Faden gemacht wird, sondern sogar mit dem Stern unten drauf, weil einfach diese Stängel von dem Knöterich, vor allem wenn man zu spät erwischt, sehr, sehr hart sind. Also dieser Trupp von diesen 5 Leuten ist da eine Woche bei uns in Tulln zugange, um einmal diesen ganzen Bereich abgemäht zu bekommen. Und natürlich, das müssen wir bezahlen und das können wir uns in unserem Budget nur dreimal im Jahr leisten. Das heißt, wir halten das im Zaum. Es wird vielleicht die Spur mehr, vor allem die Spur mehr dort, wo jetzt mehr Sonne am Boden fällt. Wir wissen, hat uns ja auch das Eschenstriebsterben getroffen und viele Eschen mussten weichen. Infolgedessen ist der Wald jetzt sehr licht, auch die Wasserwege, und dort wächst es natürlich besser. Und auch der Knöterich. Aber es ist grundsätzlich im Zaum zu halten und wir, das ist unsere Pflegevariante dagegen. Ja. Was mich noch interessiert, warum räumt ihr das Schnittgut nicht weg? Ich glaube, das ist auch für die anderen Gemeinden interessant. Ja, es wäre natürlich sinnvoll, also wenn überall dort ein Weg wäre, wo der Knöterich wachsen würde, könnte man schön vielleicht das auf Haufen zusammenziehen und dann mit irgendeinem Fahrzeug abholen. Oder durch dass die Wasserwege meist nur mit dem Boot erreichbar sind oder halt die Böschung zu Fuß, können wir dort einfach mit schweren Geräten nicht hinfahren und diesen Knöterich abholen. Deswegen bleibt er dort vor Ort liegen und verkundet, ja. Und arbeitet ihr mit Naturschutzorganisationen oder anderen Organisationen zusammen? Also nicht aktiv, nur eigentlich auf der informellen Seite. Ich besuche natürlich gerne Weiterbildungen hinsichtlich zu diesem Thema. Es hat es vor Jahren einmal gegeben, da waren die Bundesforste sehr, sehr aktiv. Da gibt es auch diese Broschüre dazu, nennt sich da Aliens aus dem Garten. Da sind viele Neophyten aufgelistet. Auch nicht invasive, aber aktiv arbeiten wir mit keiner Organisation zusammen, nein. Und was empfiehlst du jetzt den anderen Gemeinden, was sie ganz konkret tun sollen? Naja, ich glaube, es beginnt, das Ganze im Keim zu ersticken zu versuchen. Das heißt, mehr Augen sehen, mehr die Augen offen zu halten. Ja, genauso wie es wir machen, egal ob es jetzt ein Jakobskreuzkraut ist, was wir am Monitor haben, oder die Ambrosia, also eine Vielzahl von Pflanzen, die wirkliche Probleme machen können, auch der Bärenklau, auch die Bevölkerung mit einzubinden, einfach Hinweise da in jedem Fall nützlich sind.
Und je früher man das erkennt, desto besser kann man es quasi eindämmen. Und wenn wir alle miteinander zusammenhelfen, dann wird es vielleicht jetzt nicht besser, aber es wird nicht unmittelbar viel, viel schlechter, weil man darf nicht vergessen, diese Knöteriche und diese Springkraut, die Samen kommen natürlich auch auf den Wasserwegen daher. Und wir liegen halt an der Donau, und wenn die Gemeinden stromaufwärts weniger machen, wird stromabwärts auch nicht besser werden. Alles klar. Ja, danke dir für diesen Praxisbericht, und du wirst ja auch im Chat noch zur Verfügung stehen. Wir kommen jetzt gleich zu einer Umfrage, einer weiteren. Nämlich, was uns interessiert, haben Sie schon mal von Neophytenmanagement gehört? Als Gemeinde praktizieren Sie das? Sie haben schon gehört davon, aber haben keine Ressourcen, oder sagen, nein, das kenne ich gar nicht. Und inzwischen würde ich den Andreas bitten, die erste Frage von Chat zu beantworten. Gibt es Erfahrungen mit der Fermentation dieser Samen? Hast du da an die Frau Dorothea Süß eine Antwort? Also wir haben ja dieses Neophyten-Management-Seminar bei der ÖWAF gemacht. Und da hieß es eben auch, dass die Biogasanlagen prinzipiell geeignet sind für viele Neophyten, aber beim Springkraut gibt es durchaus immer wieder Samen, die durchaus noch keimen können, und teilweise wirklich auch noch beim Staudenknöterich. Und ich glaube, das war der japanische oder was. Also der sich ja eigentlich hauptsächlich auch vegetativ zwar vermehrt, aber der durchaus auch wirklich sowas überleben kann. Aber prinzipiell sind Biogasanlagen sehr viel besser als natürlich liegen lassen. Und ich muss mal sagen, der Mario hat natürlich jetzt einen Punkt angesprochen. Wir tun uns leicht in der Beratung zu sagen, ja, ihr müsst 6-mal im Jahr mähen, weil sonst hat es keinen Sinn, wenn eben das Budget nicht da ist. Es ist immer leichter irgendwie zu beraten, als es dann wirklich auch durchzuführen. Also da gibt es wirklich massive Probleme, und da verstehe ich ihn sehr gut, dass man eigentlich immer nur hinterherhinkt, ne? Gerade in einer großen Gemeinde wie Tulln, muss man auch sagen. Und wie soll man es entsorgen? Es ist wirklich ein Riesenaufwand. Ne? Das merken wir schon bei den Blumenwiesen immer, ne? Wenn wir das empfehlen, räumt es ab. Ja, und was machen wir denn damit? Ja. Also, und da ist bei dem Thema ist es noch schwieriger. Genau. Deswegen einen Managementplan versuchen aufzustellen, und auch das ist natürlich von uns aus gesehen in der Beratung wieder leichter als in der Praxis durchzuführen, muss man ehrlich so sagen. Und die Martina Keinz hat eine ganz spannende Frage gestellt mit Weiden auf besonders besonderen Stellen nach dem Schnitt, ob man da den Knöterich irgendwie eindämmen könnte. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Also wenn Weiden? Mit Weiden. Also ich gehe davon aus, mit Schafen oder sonst was. Ich hoffe, dass ich jetzt die Martina Keinz richtig verstanden hat, ob man da den Knöterich mittelfristig eindämmen kann. Also einerseits, wenn man es beweidet, man kann ihn eindämmen, das wird auch gemacht, also die Via Donau machen da sehr viel Beweidungen auch, aber die Schafe oder auch Kühe oder Ziegen, die fressen es jetzt nicht so hundertprozentig gerne, aber wenn nichts anderes da ist, fressen sie es. Wenn wir jetzt von Weiden als Bäumen reden, die werden massiv eingesetzt, und zwar werden da Spreitlagen gelegt, da habe ich auch nachher noch ein Bild, die werden also kreuz da quer gelegt, dass die auch einwurzeln, und die sind konkurrenzstark genug wirklich, dass der Knöterich sich da eben nicht so stark breit machen kann. Ja. Na super, da kommst du dann eh noch dazu. Ich will mal die Umfrage beenden. Und da sieht man, dass 15% Neophytenmanagement praktizieren, dass 36% wissen, was es ist, aber keine Ressourcen haben, und 47% nicht wissen, was es ist. Und daher, Andreas, würde ich sagen, du erklärst einmal, was ist Neophytenmanagement, und wir kommen dann in dem nächsten Durchgang zu den weiteren Fragen. Gerne. Gut, dann machen wir weiter. Und zwar, gut, Start. Das ist manchmal so einfach. Ja, nächste Folie, ganz grauslich, aber es ist einfach nur mal eine Übersicht, was eben Neophytenmanagement bedeutet, dass es eben nicht nur die Bekämpfung ist. Also Bekämpfen ist natürlich mit dabei, oder Eindämmung sollte man eigentlich eher sagen, weil eine vollständige, ja, wir werden es einfach nicht mehr los, wie der Mario eben auch richtig gesagt hat. Wir müssen wirklich einfach vor allem versuchen, dass die Weiterverbreitung
da startet, die Verhinderung von ja, Samenbildung, von allem Möglichen, muss man eben wirklich schauen, dass es nicht schlimmer wird. Ne? Also es ist ja schon mal schön, wenn wir wenigstens den Status quo halten können, um nicht eben dann ja vollkommen zu ersticken in Neophyten. Wichtig ist natürlich auch die Ausbildung der Mitarbeiter, dass sie die Pflanzen sicher erkennen können. Also es ist wirklich schon öfter passiert, dass einheimische Pflanzen, die zum Beispiel dem Ragweed ähnlich sehen, komplett ausgerissen werden. Und das ist natürlich nicht sinnvoll. Also Ausbildung der Mitarbeiter heißt natürlich auch, dass man die Pflanzen erkennt, dass man auch weiß, wie man und vor allem wann man sie auch eindämmen sollte, wann man eben Maßnahmen setzen sollte, um sie zurückzudrängen. Man sollte sich auch überlegen, ja, sind Ressourcen vorhanden? Haben wir überhaupt jemanden, der das machen kann? Es ist jetzt kein, ja, was heißt, kein großer zeitlicher Aufwand. Es ist definitiv doch ein zeitlicher Aufwand, immer wieder die Flächen zu kontrollieren und natürlich auch neue Stellen eventuell herauszufinden. Das muss aber ja in einem guten Managementplan einfach drin sein, dass sich jemand, ja, sagen wir mal, wenigstens auch drum kümmert, um die Flächen, um eben die Weiterausbreitung auch zu verhindern. Dann wohin mit der kontaminierten Erde? Haben wir ja auch die Chatfrage schon gehabt. Oder kontaminierten Pflanzen, also mit dem ganzen Pflanzgut, mit den Rhizomen, mit allem Möglichen. Wohin damit? Also auch da müsste sich ein Plan irgendwie aufstellen, um die Sachen auch wirklich entsorgen zu können. Wenn, wie ich habe es jetzt gerade gesehen, auch auf der Herfahrt von Tulln, da wurde definitiv viele Flächen abgemäht, die sind jetzt braun. Ich meine, wenn die abgemäht werden und liegen in der Sonne und können weder aussamen noch wieder einwurzeln, dann ist es eine Lösung, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig funktioniert, weil manchmal wurzeln diese Dinge natürlich doch wieder ein. Aber es ist wenigstens schon mal was, ne, dass man sich darum kümmert, dass da eben keine Weiterverbreitung geht. Also wohin damit? Großes Problem. Und natürlich Naturschutz beachten, zu Brutzeiten vielleicht nicht rausgehen. Was ist mit Reptilien, mit Kleinsäugern, mit auch anderen Pflanzen, die in der Nähe wachsen, dass die eben nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. So, und da habe ich jetzt nochmal das alles in Wölkchen gepackt. Also Bekämpfung ist natürlich immer mit dabei, aber ganz wichtig ist natürlich Vorbeugung. Kommunikation, hatte Mario auch schon angesprochen, mit der Bevölkerung ist ganz wichtig, eventuell vielleicht sogar Einbindung. Vielleicht kann man wirklich auch mal in kleineren Gemeinden auf jeden Fall mal so einen richtigen Plan aufstellen, dass man mit der Bevölkerung gegen bestimmte invasive Arten vorgehen kann. Habe ich die Ressourcen, habe ich die Möglichkeit, das wirklich auch immer wieder zu kontrollieren? Ist die Ausbildung da? Beachte ich den Naturschutz? Das ist alles das Management. Und jetzt gehe ich ein bisschen tiefer nochmal auf diese ganzen Sachen drauf ein. Vorbeugung ist zum Beispiel Grünschnittsammelstellen 24 Stunden offen zu halten, dass zum Beispiel Gartenabfälle nicht in der Natur abgelagert werden. Auf der linken Seite, man kennt die immer wieder, diese Stellen, wo einfach Gartenabfälle in den Wald gekippt werden. Und dann sieht man durchaus auch mal Pflanzen wieder auferstehen aus diesen Haufen. Und die sind natürlich immer potenziell Ausgangspunkte von ja, Neophytenexplosionen. Und sowas sollte man einfach verhindern. Also wenn es die Möglichkeit gibt, bei mir in Langenlois ist es so, man kann 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu den Schnittstellen, Grünschnittsammelstellen hinfahren. Und das verhindert natürlich auch diese illegalen Ablagerungen in der Natur. Dann haben wir wenigstens nur Autoreifen und Kühlschränke im Wald. Pflegemaßnahmen ändern. Da geht es natürlich auch darum, welche Pflegemaßnahmen mache ich in der Natur? Ist das jetzt hier sinnvoll, was zu tun? Schnittmaßnahmen an Bächen zum Beispiel, gerade in der Zeit, wo sich Neophyten ja aussamen oder stark verbreiten. Und natürlich die regelmäßige Kontrolle von Flächen. Ganz schlimm sind wirklich, also na, man muss eigentlich sagen, Neophyten hätten nicht so viel Chancen, wenn wir ihnen nicht so viel Platz bieten würden. Also die größten Probleme sind wirklich nach Baustellen, nach Rodungen, auch an Bächen oder sowas, wo sich dann eben Neophyten ausbreiten können. Mario hat das auch super gesagt, was man hier auch beobachten kann. Das Eschentriebsterben und eben die Rodungen von den Eschen, die zu fallen beginnen. Dann hast du sehr viel freie Flächen, sehr viel Licht und das ist natürlich für Neophyten wunderbar und sie besiedeln sowas auch wirklich gerne zuerst. Weitere Vorbeugung ist natürlich, freie Flächen möglichst schnell wieder zu bepflanzen, was jetzt hier in Tulln auch getan wird. An Gewässerrändern macht man eben diese Weidenspreitlagen, wie wir es jetzt gerade im Chat auch hatten. Da werden also Weiden, frische Weiden geschnitten und werden dann auf den Boden gelegt, befestigt und sowas. Sieht mordsaufwendig aus, ist auch recht aufwendig, aber wenn die einwurzeln, dann haben die eigentlich so eine Konkurrenzkraft, um den Neophyten auch zu widerstehen.
Ist natürlich einerseits Böschungssicherung, dass bei Hochwasser da nichts weggespült wird. Andererseits natürlich auch gegen die Neophyten wirklich eine wichtige Maßnahme. Also Konkurrenzpflanzen sind immer wichtig. Wenn ich zum Beispiel an das Springkraut denke, das verträgt eigentlich eine starke Beschattung überhaupt nicht. Und wenn wir da ja an Weiden oder andere Pflanzen denken, die relativ schnell hoch werden und auch beschatten können, dann ist das Springkraut in den Gebieten eigentlich auch kein Problem mehr. Wenn aber Sonne da ist, dann ja, fühlt es sich weiterhin wohl. Entsorgung sichern, haben wir schon mehrfach angesprochen. Was mache ich denn damit? Und sehr viele Neophyten werden wirklich über kontaminierten Erdaushub verbreitet. Das heißt, ich bagger irgendwo was ab, wo eben Neophyten waren und schütte das irgendwo anders wieder auf und dann habe ich die wunderbar verteilt. Und gerade der Japanknöterich und der Sachalinknöterich, die leben davon, dass sie wirklich mit ihren Rhizomen verbreitet werden. Da reichen wirklich kleine Stückchen, um wieder Flächen komplett mit Neophyten zu verseuchen. Ja, Transport sichern, ganz schwierig. Wenn ich dann natürlich mit irgendeinem Geländewagen da durch die Gegend schotter, wo dann eben beim Springkraut die kleinen Samenkapseln explodieren und ich verteile die dann alle im Wald, dann ist das natürlich nicht sinnvoll. Also auch beim Transport, Abtransport von diesen Sachen muss man darauf achten, was und wie mache ich das, dass eben sich das nicht stärker weiter verbreitet. Ja, und Geräte, Fahrzeuge natürlich danach reinigen, das sagt man immer so einfach, ne, die Profile ausspritzen und sowas, es ist irrsinnig aufwendig. Wenn man wenigstens Teile von diesem Management macht, dann hat man auch schon ein bisschen was gewonnen. Schön wäre es natürlich, wenn man es komplett durchziehen könnte. So, jetzt habe ich mein Cursor verhuscht. Ja, und dann kommt eben die Ausbildung. Wir haben eben, ich habe es vorhin schon angesprochen, bei der ÖWAF gibt es einen Neophyten-Management-Ausbildung. Dann ist man eben geplanter Neophyten-Manager. Auf dem linken Bild können wir sehen, da waren wir eben hier auch an irgendeinem Altarm der Donau und haben uns das Springkraut angeschaut, haben es ausgegraben. Das ist also wirklich sehr viel Praxis dabei, auch sehr viel Abfallwirtschaft. Das ist auch eine kleine Prüfung dabei, die wirklich machbar ist. Und so kann man eben wirklich sich sehr gut informieren über Gegenmaßnahmen und Managementpläne, um Neophyten einzudämmen. Ja, man sollte in der Gemeinde vielleicht einen vom Grünraum als Neophytenmanager ernennen, der dann praktisch sich drum kümmert. Der sollte wirklich so eine Ausbildung auch dann genießen und dann eben sich um diese Flächen kümmern. Das heißt, ständige Kontrolle, schauen, dass nachgepflanzt wird, vor allem nach Bauarbeiten, dass der auch informiert wird, wo wird gegraben, wo wird irgendwas aufgerissen, um dann eben auch zu kontrollieren, dass sich da keine invasiven Neophyten breit machen können. Ja. Zeit einplanen, ja, das ist ganz schwierig. Und eventuell kann man wirklich ein Neophytenkataster auch machen, also analog zum Grünraumkataster oder Baumkataster, dass man eben sagt, wir haben da invasive Arten und wenn Sie jetzt den Kopf auch ein bisschen schräg legen, kann man das sehen, wie sowas aussieht. Da kann man eben sagen, wir haben es kontrolliert, es sind welche da, es sind keine da und die Bestände sind sehr groß und so weiter, dass man das auch schon mal dokumentiert. Alles klassisches Management. Ja, und dann natürlich noch ganz am Schluss den Naturschutz beachten. Das heißt, Brutzeiten natürlich sehen, was ist mit anderen Pflanzen und 500 Leute in den Wald schicken, die dann irgendwie das Springkraut ausreißen. Ich weiß nicht, was dann noch alles kaputt geht. Ich habe es vom Nationalpark Gesäuse gehört, die gehen da sehr vorsichtig vor. Die gehen also wirklich wenig Leute, die immer auf den gleichen Wegen auch gehen, dass möglichst wenig zertreten wird. Also die sind da sehr vorsichtig und sowas sollte man natürlich auch machen, weil ja, wenn da hier, wie gesagt, diese 500 Männer da mit Trommeln ratatata und wir gehen los und reißen die Neophyten aus, dann schaffe ich natürlich auch wieder, oder ich vernichte Konkurrenzpflanzen. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Also Naturschutz und natürlich auch beachten, dass nicht zu viel zertreten wird. Und ja, sichere Erkennung der Pflanzen habe ich schon angesprochen. Und dann sind wir eigentlich in dem Bereich der Bekämpfung. Wie gehe ich gegen diese Dinger vor? Und dann ist es abhängig natürlich von der Art der Neophyt, ob ich es einfach mähe oder einfach ausreiße. Das ist bei manchen sinnvoll, da kann ich sie wirklich sehr gut eingrenzen. Bei manchen geht es nicht, weil es einfach nicht funktioniert, weil sie entweder zu tief wurzeln oder zum Beispiel beim Bärenklau, ja, wenn ich da anfange auszureißen ohne Schutzkleidung, dann sehe ich aus wie diese Hand da vorhin und habe dann lauter Blasen im Gesicht. Also mähen oder ausreißen, dann haben wir die, also als Technik hätten wir Heißwasser oder Strom, dann komme ich dann auch nochmal ganz kurz drauf. Und bei Gehölzen, und da haben wir ja zum Beispiel Götterbaum oder Robinie, wird geringelt. Und das Ringeln ist eigentlich ein wunderbarer Trick, um diese Pflanzen wirklich von Stockausschlägen
ja, abzuhalten. Wenn ich jetzt eine Robinie oder einen Götterbaum einfach absäge, dann kriegt er die Information, ich bin abgesägt, und aus allen Wurzelteilen oder sowas treiben neue Pflanzen raus. Ich habe also einen riesen Busch dann an neuen Robinien oder an neuen Götterbäumen, und um das zu verhindern, wird geringelt. Und wenn man mal ganz kurz in die Biologie geht, in der Mitte vom Baum praktisch, also im Zentrum, geht das Wasser von unten nach oben. Da sind die Nährstoffe drin, das geht dann in die Blätter, die basteln dann Zucker, Eiweiße. Und über den Außenbereich des Baums, also relativ weit außen, werden Nährstoffe nach unten in die Wurzeln gebracht, also Zucker und Eiweiße und sowas, um die Wurzeln auch zu ernähren. Und vom oberen Bereich der Sprossspitze kommt praktisch eine Art Hormon, ein Signal für diese Wurzeln: Ihr braucht nicht austreiben, ich kann noch wunderbar wachsen. Und dieses Signal, dieses Hormon, das würde, wenn ich den Baum abschneide, fehlen, und dann heißt es, wow, wir sind abgeschnitten und wir treiben aus. Und um das zu verhindern, ringelt man erstmal, also ringsrum. Das heißt, die Wurzel kriegt keine Nährstoffe mehr. Und man lässt aber, man kann es am rechten Bild kurz sehen, einen kleinen Steg stehen, und der liefert immer noch an die Wurzeln die Information: Ich wachse oben weiter, ihr braucht nicht austreiben. Und dieser Steg wird dann im Folgejahr, also nach einem Jahr, entfernt, um dann wirklich die komplette Versorgung der Wurzeln einzuschränken. Und so stirbt dieser Baum ab. Kann aber wirklich 2-3 Jahre dauern. Und auch da muss kontrolliert werden, dass keine Wurzelausschläge stattfinden. Aber das Ringeln von Gehölzen ist eine sehr gute Maßnahme eben bei Bäumen. Wenn ich natürlich jetzt ja viele Bäume habe, dann ist das ein Problem. Also dann sollte man mit der Motorsäge, notfalls mit dem Vorschlaghammer, kann man da auch arbeiten. Da gibt es mehrere Methoden. Könnt ihr gerne auch beim Gartentelefon erfragen, Grünraum-Servicestelle, wie man am besten ringelt. Ja, eine Methode, habe ich gesagt, spreche ich nochmal kurz an, Heißwasser und Dampf. Und da gibt es eben diese Heißwasser- und Dampfpflanzen, die 50 Zentimeter, teilweise 1 Meter in den Boden gerammt werden. Und dann kommt eben aus der Spitze und aus den Seiten kommt dann eben heißes Wasser oder heißer Dampf. Und das ist vor allem gegen Pflanzen, die natürlich starke Wurzeln haben, für den Einsatz geeignet. Und da wären wir zum Beispiel beim Riesenbärenklau, der ja unten so eine mega Rübe hat, oder natürlich auch beim japanischen oder beim Sachalin-Knöterich, der bis zu 2 Meter tief wurzeln kann. Also das ist eine Methode, die Pflanzen eben nicht nur oberirdisch abzuschneiden, dass sie wieder austreiben können, sondern ich schädige sie wirklich bis 1 Meter tief. Ist aber, muss man auch sagen, ein ziemlicher Eingriff. Und die elegantere Methode, aber ja, da sind wir noch nicht ganz so weit, wäre mit Strom zu behandeln. Und dieses Gerät ist auch schon am Markt, kann man auch in Österreich bei der Firma Jelinek sich, ja, die vertreiben das eben mit, ein Stromgerät. Und hier wird eben mit Hochstrom gearbeitet, das geht eben über die Pflanze in die Wurzel kocht auf. Und das ist ein Verfahren, das natürlich kaum invasiv ist, weil es wirklich nur die Pflanze, die man berührt, umbringen kann und die Begleitflora einfach stehen bleibt. Und auf dem nächsten Bild kann man es nochmal sehen. Das ist ein weiteres Modell da rechts. Das habe ich auf einer Messe gesehen. Zasso, das steht übrigens erhöht. Das ist also ein fahrbares Gerät, das eben unten so Metallschleifen hat. Das kann man auch in der Höhe verstellen. Und diese Höhenverstellbarkeit ist wirklich was Wunderbares, weil wenn ich zum Beispiel ein höheres Ragweed habe oder andere Pflanzen, Neophyten, die höher gewachsen sind, dann kann ich mit dem Strom drüber fahren und erwische wirklich nur die Neophyten und der Unterwuchs bleibt erhalten. Also der Konkurrenzdruck erhöht sich dann für den Neophyt. Und so kann man diese Stellen wirklich sehr gut behandeln. Aber es ist noch ein bisschen Zukunftsmusik für dieses Stromgerät von vorhin. Also das ist, glaube ich, Rootwave heißt das. Da legt man ungefähr 15.000 Euro hin. Bei denen von Zasso gibt es noch keine Preise. Die sind auch noch nicht vom TÜV freigegeben worden. Da müssen wir noch warten. Sind aber in der Landwirtschaft, werden die eingesetzt, sind natürlich auch für den Straßenfriedhofsbereich irgendwann mal interessant. Aber in der Neophytenbekämpfung eben durch die Schonung der Begleitpflanzen wirklich wahrscheinlich das Mittel der ersten Wahl in der Zukunft. Ja, also muss man schauen, dass sich das entwickelt. Je mehr natürlich da funktioniert, desto mehr Firmen werden auch aufspringen und wir werden natürlich dann auch die Preise sinken. Ja,
Und jetzt starte ich durch mit den wirklich problematischen 8, die wir in Niederösterreich oder eigentlich fast in ganz Österreich haben. Auch immer abhängig natürlich, im Waldviertel sind es andere als jetzt im Weinviertel. Aber die 8 kommen eigentlich fast überall vor. Und wir starten mit dem Klassiker, den ich auch hier habe, den Staudenknöterich. Und da haben wir eigentlich 3 Arten, einen Japanknöterich, den Sachalinknöterich und eben die Kreuzung aus beiden, das Fallopia Bohemica. Zur Unterscheidung ist relativ wurscht, weil die relativ ähnlich wachsen. Der Sachalinknöterich kommt ein bisschen weiter aus dem Norden, von der Insel Sachalin, das gehört zu Russland. Und der ist ein bisschen behaart am Mittelstängel. Da ist einfach ein bisschen kälter, dass er nicht so friert. Aber es ist eigentlich egal. Die Erkennung ist relativ einfach bei diesen Pflanzen. Und der wurzelt, wie ich schon gesagt habe, eben 2 Meter tief und ist dadurch wirklich, wenn er sich mal etabliert hat, ganz schwer zu bekämpfen. Er verbreitet sich hauptsächlich über Pflanzenstücke, also vegetativ. Und da ist natürlich jedes Mähen, alles, was ins Wasser fällt, natürlich auch ein Hochwasser, was ihn abknickt und dann stromabwärts treibt, ist natürlich immer ein Problem für die, ja, für den Fluss weiter unten dann, weil es sich dann wieder ansiedelt. Und was ich bei den Neophyten jetzt auch mit reingenommen habe, weil sie sind ja prinzipiell Pflanzen und sie haben durchaus auch Vorteile. Zum Beispiel der Staudenknöterich ist eine wunderbare Bienenfutterpflanze. Also wenn der blüht und jetzt hier in Tulln habe ich gesehen, fängt er an, da summt und brummt. Also er hat auch Vorteile in dem Bereich. Und er ist natürlich sehr dicht und ein wunderbarer Brutplatz für bodenbrütende oder so geschützt brütende Vögel, die können sich da wunderbar ansiedeln und eben relativ sicher brüten, weil Katzen kommen da fast nicht durch. Wie der Mario auch gesagt hat, die werden irgendwann recht fest, diese Stangerl da, und dann ja, sind die eben gut geschützt. Zur Eindämmung, ja, abmähen, Mario, 3-mal im Jahr ist schon mal sehr gut. 6-mal sollte man es mindestens machen und natürlich das Mähgut gut entfernen. Wie gesagt, wir reden aus der Theorie. In der Praxis ist es manchmal einfach nicht machbar. Die Beweidung haben wir auch schon angesprochen. Schafe, Ziegen, Rinder, sie mögen es aber einfach nicht so gern. Oder sie kriegen Blähungen, weil das ist ja, glaube ich, relativ oxalsäurehaltig auch. Also auf Dauer werden sie es nicht komplett abfressen. Aber es ist eine Möglichkeit natürlich auch, das einzudämmen. Oh, Christa? Im Chat gibt es die Anmerkung, dass die Schweine die Wurzeln fressen würden. Mhm. Kannst du dazu etwas sagen? Ich habe das gelesen im Internet, dass man Schweine draufgibt und die wühlen das ja wirklich auch raus. Und wenn man sich so eine Freilandschweinezucht anschaut oder sowas, da steht eigentlich nur der Stechapfel rum. Das ist das Einzige, was sie nicht fressen. Also die sind wunderbar. Ne? Und wenn man so, ich habe das mal bei einer Führung von der Permakultur gesehen, wie die mit verschiedenen Tieren versuchen, wirklich auch die Neophyten zurückzudrängen. Das war der Kramaterhof vom Sepp Holzer, der jetzt ja von seinem Sohn geführt wird. Das war eine wunderbare Führung. Die haben überhaupt keine Probleme mit Neophyten, weil sie da eben auch mit Schweinen oder teilweise eben auch mit Kühen arbeiten, die eben den Boden wunderbar bearbeiten. Na, und mit Hühnern. Hühner sind auch gar nicht so schlecht. Die holen auch relativ viel raus. Sehr gute Idee. Wenn es machbar ist, sicher. Na, also hätten wir mehr Schweine hier am Wasserpark, Christa, wäre auch nicht schlecht. Rehe haben wir eh schon. Ich glaube, da müssen wir mit der Stadt Tulln noch reden. Ja. Der Herr Alexander Schneider fragt, würde beim Knöterich ein temporäres Abdecken mit lichtundurchlässiger Folie helfen? Mhm. Wurde auch gemacht. Die Folie muss aber wirklich, man muss das 2 Jahre mindestens machen. Es ist relativ stabil, dieses Zeug, also dieses Knöterich. Und man muss schauen, dass es nicht aus der Seite rauswächst. Es wird gemacht. Es sieht halt einfach wirklich nicht schön aus. Es ist halt Plastik in der Natur. Wenn man was nimmt, was sich in diesen 2 Jahren nicht zersetzt und man kann es vielleicht auch wirklich noch irgendwie, ja, recyceln oder vielleicht für was anderes einsetzen, dann finde ich das eine gute Möglichkeit. Wird gemacht, ist aber wirklich sehr aufwendig. Und das, ja, die Kontrolle entfällt da nicht, ne? Leider. Aber wird auch angeboten. Ja, zum Staudenknöterich natürlich Konkurrenz schaffen. Ne? Weiden, Schilf sind da gute Pflanzen. Die Heißdampfpflanzen, Strom haben wir angesprochen. Und wenn Boden wirklich kontaminiert ist, dann muss der mindestens 6 Meter tief eingegraben werden. Und haben schon gemeint und gesagt, boah, dieser Irrsinn, 6 Meter und wir machen nur 3 Meter. Kann halt sein, dass der wieder rauskommt. Also 6 Meter wird empfohlen, dass der wirklich sicher nicht austreiben kann. Ja, ständige Kontrolle. Klassisches Management. Dann haben wir noch den Götterbaum, den mein lieber Kollege Gregor immer die Ghetto-Palme nennt. Darf ich noch zum Knöterich eine Frage stellen? Na sicher, gerne. Die Hermine Rohr würde gern wissen, wie der Knöterich so tief wurzelt, warum ist der für die Uferböschungsfestung nicht geeignet?
weil diese Wurzeln relativ schnell knacken. Also sie sind einfach nicht stabil wie holzige Wurzeln von den Weiden. Sie sind relativ leicht knickbar und werden dann auch ausgespült. Das sind wirklich so richtige dicke Würste, die durch den Boden durchgehen. Und es fehlt so ein bisschen der Mittel- und Feinwurzelanteil, der den Boden gut zusammenhält. Also das ist einfach das Problem. Und die Pflanze selbst knickt natürlich bei Hochwasser auch dann weg und dann kann wunderbar ausgespült werden. Also das ist das, was ich gelesen habe. Und wir haben den ja auch ausgegraben. Das ist auch das Problem beim Ausgraben. Man kann den einfach nicht rausziehen, die Wurzel, sondern die reißt relativ schnell ab. Sie hat zwar eine gewisse Stabilität, muss man schon auch sagen, es ist relativ dick, aber wenn eben wirklich Kräfte seitlich wirken, dann knackt die einfach weg. Und das macht halt eine Weide nicht. Also eine Weidenwurzel, da kannst du hin und her biegen, wie du willst, die hält das einfach aus. Sie kennt es ja auch, ne? Sie ist ja die klassische Uferpflanze bei uns. Die hat sie natürlich auch evolutionär da angepasst. Gut, dann haben wir den Götterbaum eben, der sich wirklich überall breit macht, wo es wärmer ist. Der liebt warme, trockene Plätze. Einen Absägen bringt 30 neue und er gibt ja auch noch Stoffe in den Boden ab, und zwar sogenannte Allelochemikalien. Das ist ein Wort, das kann man auch mit 2 Promille noch sicher aussprechen. Allelochemikalien sind praktisch Stoffe aus den Wurzeln, die andere Pflanzen am Wachstum hindern. Und Allelopathie sagt man auch dazu. Und das heißt also, der schafft sich seinen Raum selbst, indem er die Konkurrenz, die um ihn rum wächst, einfach ja wegbistelt da mit seinen Chemikalien. Und so macht er eben wirklich wunderbare Reinbestände aus Götterbäumen. Da sieht man also teilweise wirklich nur 100% Götterbäume am Rand. Aber er ist auch ein guter Pollenlieferant. Er ist ein wunderbarer Stadtbaum eigentlich, weil er salz- und schadstoffresistent ist und steht auch noch in vielen Gemeinden rum. Und er hat wirklich, er hat schon was. Ne? Aber er ist jetzt, wie gesagt, auf der EU-Liste. Ne? Man darf ihn wie den südamerikanischen Nasenbären natürlich bis zum Ende seines Lebens noch behalten. Aber ja, schauen, dass er sich nicht ausbreitet, dass er sich nicht vermehrt. Das ist eben schon mal schwierig, weil er blüht einfach wunderschön auch und ja, macht natürlich dann auch Samen. Zur Bekämpfung, ältere Bäume sollten eben geringelt werden. Das, was wir vorhin auch gesehen haben. Das ständige Mähen, ja, da muss man wirklich also 6, 7, 8 Mal mähen, um den wirklich einigermaßen eindämmen zu können. Das ist natürlich auch wieder ein logistisches Problem. Heißwasser und Strom funktioniert. Und wir haben es versucht, in Laxenburg junge Bäume, da hatten wir ganz viele dünne Stangen, heiß zu ringeln. Und zwar sind wir da mit einem Flemmgerät reingegangen und haben das nur von einer Seite geflammt, im tieferen Bereich, um zu schauen, ob das dann hinten eben noch dieser Steg ist, dass sie nicht komplett wieder neue Wurzelausläufer bilden. Hat ja relativ gut funktioniert. Vor allem lustigerweise hieß es, dass die Götterbäume ringsrum abgestorben sind, aber nicht unbedingt die, die wir geflammt haben. Also war spannend zu sehen, könnte man vielleicht nochmal probieren, wenn ihr eine Gemeinde habt mit wirklich starken kleinen Götterbaumbefall, dann könnte man mal mit dem Flammgerät langgehen und mal schauen, wie funktioniert das. Mhm. Christa? Dann eine spannende Rückmeldung, ja. Die Martina Keinz hat den Tipp gegeben, gegen den Götterbaum würde das biologische Mittel Allantex helfen. Was sagst du da dazu? Genau, das haben wir auch mit beobachtet und wir haben im Wissensteam auch wirklich eifrig darüber diskutiert. Das ist ja eigentlich ein Erreger, der durchaus auch auf Gemüsepflanzen, also ich glaube Nachtschattengewächse und sowas vorkommen kann. Und wir haben jetzt noch keine abschließende Meinung dazu. Das Allantex ist zugelassen und es ist praktisch ja ein Pilz. Jetzt komme ich nicht mal ganz genau auf den Namen. Der hat irgendwie hab's jetzt gerade nicht. Verticillium war es auf jeden Fall und der ist eben speziell wirklich für Götterbäume, aber geht eben auch auf Gemüsepflanzen und es ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, da mit Nützlingen oder mit Nutzpilzen dann auch zu arbeiten. Alfalfa oder sowas heißt da, jetzt habe ich's. Und ja, es ist okay, auf jeden Fall. Also das ist ja im biologischen Landbau immer, sind Mikroorganismen zugelassen, deswegen sind sie prinzipiell auch Natur im Garten tauglich. Wir müssen uns das noch ein bisschen anschauen, um da wirklich nicht ein Verticillium noch weiter in die Natur rauszubringen. Deswegen haben wir noch ein bisschen kalte Füße, kann ich das so sagen, Christa? Ja, ja. Aber da mal, ich möchte nur die Meinung von Maria Jaglatz noch für alle sagen. Das hat Zulassung bekommen und funktioniert. Mhm. Und ich glaube, wir haben auch über die Kosten ein bisschen diskutiert. Ja, ja. Na, also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich habe es jetzt hier nicht mit reingenommen, weil wir eben abschließend das jetzt noch nicht fertig besprochen haben. Und okay. Sonst kriege ich kalte Füße, wenn ich da was reinschreibe. Gut.
Aber vielen Dank für den Tipp, ja. Wollte ich auch noch ansprechen und habe es ehrlich gesagt auch vergessen. Also dieses Allantex ist wirklich auch eine Möglichkeit, die man machen kann. Ja, dann haben wir unseren Riesenbärenklau. Der habe ich jetzt im Waldviertel letztens erst wieder eine Gemeinde gehabt, die Riesenprobleme damit hat am Radweg. Kam als Zierpflanze und blieb aber jetzt wirklich als 3 Meter hohes Problem. Also werden wirklich riesige Dolden dann auch oben drauf, bildet wirklich irrsinnig viele Samen. Sie ist monokarp, das heißt also, wenn sie blüht und nach der Blüte stirbt sie ab. Ganz sicher, aber sie muss erstmal zur Blüte kommen. Das kann sie eben, wenn sie ständig gemäht wird, kann die durchaus auch 2 oder 3 Jahre überdauern. Wenn sie mal bei der Blüte ist, dann ist sie praktisch schon am Ende ihres Lebens. Und das ist natürlich auch ein wunderbarer Zeitpunkt, sie zu stechen. Und wenn man sich so eine große Rübe vorstellt, sollte man mit dem Spaten ungefähr so 10 Zentimeter quer diese Rübe abstechen, dann ist die Pflanze mit Sicherheit hin. Ganz wichtig wirklich, dass man da schaut, dass man Schutzkleidung anzieht. Und dieser Junge, da ist schon relativ nah dran. Also wirklich Sonne und diese Blätter kann wirklich zu üblen Verbrennungen führen. Ne? Furokumarine sind das. Ja, wunderbar für Bienen, Streifenwanzen, also alle, die natürlich sich an so Doldenblütlern gütlich tun, lieben auch den Riesenbärenklau. Der kommt aus dem Kaukasus und macht sich hier wirklich also sehr massiv breit. Wie gesagt, zur Eindämmung. Schutzkleidung ganz wichtig. Wenn mähen, dann wirklich über 2, besser 3 Jahre wirklich ständig mähen, also wirklich mehrfaches Abmähen im Jahr, dass sie nicht hochkommen kann, sonst blüht er nämlich als kleine Pflanze und bildet eben auch entsprechend viele Samen. Dann das Abstechen von dieser Rübe und ja, entfernen und entsorgen der Blütendolden, wenn die ersten Samen gebildet wurden. Also wenn die ersten Samen, die ersten Blütenblätter abfallen und man hat so diese kleinen grünen Kernchen dran, dann ist es wirklich am besten Blütendolde weg, weil die Pflanze hat jetzt dann eh ihr Lebensende erreicht. Also auch das ist eine Möglichkeit. Mit Heißdampfpflanzen, mit Strom und wenn es sehr große Flächen sind, die wirklich sehr stark befallen sind und es sind keine Naturschutzgebiete, dann kann man auch 10 Zentimeter tief fräsen, um eben diese Wurzelrüben auch entsprechend um die Ecke zu bringen. Ja, ständige Kontrolle. Klassisches Management. Ja, die Robinie, das Bild habe ich schon gezeigt im Hintergrund. Upsala, jetzt sind wir ein bisschen zu weit gehuscht. Bei der Eindämmung brauchen wir jetzt noch nicht. Kam als Zierpflanze natürlich. Und Straßenbaum, wir haben immer noch viele Akazien auch im Straßenbereich. Nutzholz, das ist wunderbares Holz. Ist eigentlich eine unglaublich tolle Pflanze, muss man sagen. Wunderschön, blüht relativ spät. Das letzte, was so im Frühjahr schön blüht, verbreitet sich dann leider eben auch über die Samen und eben auch über diese Wurzelausläufer, Wurzelschösslinge, wenn sie dann gesägt sind. Teilweise auch als erwachsener Baum kommt irgendwann mal ein Schössling raus. Aber eben diese ja, Luftstickstoffbindung, die habe ich schon angesprochen, die ganze Flora verändert sich komplett um die Rubinen außenrum, weil sie eben diesen Stickstoff bindet. Ja, auch hier sägst du eine Rubine, hast du 30 neue, vielleicht sogar 50. Sie sind wunderbare Bienenfutterpflanzen und natürlich auch für andere, für Wildbienen, für Hummeln oder Schmetterlinge, die gehen da wirklich sehr gerne ran. Das ist ja ein Schmetterlingsblütler und hat so in der Natur dann eben ja, doch wenigstens so weit seinen Sinn. Wenn er sich eben stark ausbreitet, so ein Bestand wie da im Hintergrund, da muss ich wirklich ganz massiv vorgehen und dann habe ich wieder offene Flächen, da siedelt sich dann vielleicht das Springkraut an oder sonst noch was. Also das ist ganz schwierig, dem wieder Herr zu werden. Deswegen ist wirklich, je früher man was tut, immer besser. Ja, es ringeln ältere Bäume, das habe ich jetzt hier in Meran fotografiert, an dem Fluss, weiß jetzt nicht mehr, wie heißt, eben Ringeln der älteren Bäume am besten im Spätwinter. Das heißt also wirklich so Februar, März ringeln und diesen kleinen Steg lassen und im Folgejahr, also im Folgefrühjahr dann den Steg entfernen und dann stirbt der Baum ja nach 2, 3 Jahren ab und macht eben weniger oder keine Stockausschläge. Wenn man ständig Stockausschläge mäht, dann kriegt man viele, viele kleine Bonsai-Robinien. Also muss man wirklich häufig mähen, um den in den Griff zu kriegen. Wichtiger ist auch hier wirklich Konkurrenzpflanzen zu setzen. Eigentlich ist die Robinie ein Erstbesiedler, ein richtiges Pioniergehölz in Amerika und wird irgendwann nach den dichten Rubinenbeständen überwachsen von Mammutbäumen oder was weiß auch ich. Auf jeden Fall irgendwas, was höher wird als sie. Und dann stirbt sie da wieder aus. Das haben wir bloß hier bei uns nicht. Also bei uns ist sie auch wunderbar Pioniergehölz, besiedelt neue Flächen. Aber wir haben keine Bäume oder kaum Bäume, die wirklich drüber wachsen können über die Rubinie. Und deswegen ja, bildet die eben diese Reinbestände auch. Das ist das Problem. In Amerika funktioniert super. Ist übrigens Baum des Jahres 2020, glaube ich, in Deutschland, weil er eben so kontrovers ist. Ich fand es gut,
einfach mal das Thema auf den Tisch zu bringen. Ja, dann haben wir noch unser Springkraut, habe ich leider keins mitgebracht. Das wäre mir wahrscheinlich auch jetzt hier ins Auge gehüpft, wenn ich da eins mitgebracht hätte. Das hat ja diese wunderschönen Samenkapseln, die Kinder und ehrlich gesagt auch mich faszinieren. Man muss die nur ganz leicht antippen und dann explodieren die und die Samen fliegen weg. Also ist schon toll. Wir haben ja aber auch heimische Springkräuter, kann man es auch probieren, aber die sind nicht so schön. Also es macht auf jeden Fall Spaß, das indische Springkraut, aber es verbreitet sich sehr stark. 4.000 Samen pro Pflanze und da kommt man auf ungefähr 32.000 pro Quadratmeter. Also da kommt wirklich was zusammen. Die vermehren sich wunderbar, hauptsächlich eben über Samen. Sie sind unglaublich konkurrenzstark und ja, wie gesagt, die Beschattung habe ich schon angesprochen. Ich muss jetzt ein bisschen anziehen, sehe ich gerade. Wir sind ein bisschen spät dran. Beschattung mag es gar nicht. Also wirklich Konkurrenzpflanzen, ganz wichtig. Nektarpflanze für Schmetterlinge, Bienen, Hummeln, deswegen wurde sie ja auch geholt. Ne? Ausreißen vor der Blüte. Die Blütezeit ist vom Juni, also vor Juni am besten ausreißen. Gut, dann haben wir das kleine Springkraut kurz eingeworfen. Das ist der kleine Bruder aus der Mongolei. Der tut fast gar nichts. Im Gegenteil, er bereichert unsere Flora. Und wahrscheinlich kriege ich jetzt Ärger mit Vegetationsökologen, aber ich finde es wunderbar, weil der wächst nämlich da, wo bei uns nichts wächst, nichts wachsen kann. Goldrute habe ich mitgebracht. Da gibt es zwei, die eben eingewandert sind, Solidago gigantea und Canadensis. Bietet große Bestände und die sind so, ich habe es jetzt mal Sukzessionsgrätscher genannt, also Flächen, die normalerweise von Büschen und Bäumen irgendwann als Wald dastehen würden, die werden besiedelt vom Springkraut, von der Goldrute und die bleibt dann wirklich über Jahre stabil. Ne? Also die macht unglaublich, also 300 Sprosse pro Quadratmeter hat man da. Die können 100 Jahre alt werden, habe ich gelesen, und bilden eben ja, pro Jahr 15.000 flugfähige Samen. Also wunderbar. Der häufigste Neophyt, den wir hier haben. Und ist natürlich, blüht jetzt gerade im Moment wunderschön und ist eine super Insektenpflanze, muss man sagen. Ja, wo die ist, da wächst fast anderes nichts mehr. Ja, Konkurrenzpflanzen setzen, haben wir schon mal gehört heute mehrfach. Rupfen bringt fast gar nichts, ne? Da macht man also mehr kaputt, sondern eher wirklich tief mähen, also Mai und August tief mähen, mehr gut liegen lassen, um letztendlich mehr Nährstoffe reinzubringen, weil die eher wirklich magere Flächen besiedelt. Sie hat zwar eine große Amplitude, wo sie wachsen kann, aber prinzipiell ist es gut, das mehr gut liegen lassen. Ne? So, dann Leguminosen aussehen, bringen auch wieder Stickstoff, wird auch noch empfohlen, natürlich nicht in der freien Natur auf Trockenrasen. Ja, Bodenbearbeitung im heißen Sommer, mag er auch nicht und das bitte auch nicht auf Naturschutzflächen tun. Ja, dann haben wir noch, glaube ich, jetzt das letzte, das Ragweed, das vorletzte, das unglaublich Probleme macht, weil die Pollen so Allergien auslösen kann. Das verlängert die Pollensaison bis in den Spätherbst rein. Und die haben wir im Siedlungsraum. Aber da muss man sagen, Ragweed ist so ein bisschen die Tussi unter den Neophyten. Also die kann man relativ stark und schnell zurückdrängen mit Konkurrenzpflanzen. Wo aber gestörte Flächen sind, da breitet sie sich einfach aus und macht eben dann auch große Probleme. Sie ist zwar auch in Ungarn und in Rumänien schon Problemunkraut auf landwirtschaftlichen Flächen, ist es bei uns aber noch nicht. Bei uns wächst es hauptsächlich auf gestörten Flächen. Aber mit Konkurrenz, mit bestimmten Mährhythmen oder sowas kriegt man die wunderbar in den Griff. Also Konkurrenzpflanzen wie immer, ne? Keine offenen Stellen schaffen, weil es wirklich ein Weichei ist. Also sie braucht offene Stellen, sie ist nicht sehr konkurrenzstark. Schutzkleidung besser anziehen und ausreißen vor der Blüte, also vor Juli, ab Juli fängt ihr das Blühen an bis in den November rein. Wenn man die vorher ausreißt, ist das Beste, was man macht. Größere Bestände wirklich mehrfach mähen, also wirklich vor der Blüte. Die blüht dann zwar manchmal im kleinen Zustand, aber sehr viel weniger. Ja, ausgerissene Pflanzen in die Müllverbrennung, Nachkontrolle, das, was man im Management eben auch machen muss. Und ganz am Schluss haben wir jetzt noch die Wasserpest, die ich jetzt bei uns am Kamp in Langenlois wunderbar beobachten konnte, wie die sich ausbreitet. Wasserqualität ist super, muss man sagen. So klar war der Kamp noch nie. Aber er macht wirklich alles dicht und ja, das ist eine Pflanze, die eben eher in Gewässern vorkommt und große Probleme machen kann, weil sie eben ja die Wasserwege behindern kann. Also da mit dem Motorboot durchfahren, das geht dann irgendwann nicht mehr. Gut, am Kampf fährt jetzt eh nichts. Fördert die Verlandung, aber ist wirklich super für Fische und wasserreinigend, stirbt aber im Herbst ab und ist dann durchaus auch sauerstoffzehrend, gerade in kleineren Teichen. Jetzt habe ich eine Zahl gefunden, wenn man mit Mähbooten arbeitet, was ja auch auf Donau und Donau-Seitenteilen und Donaukanal gemacht wird, 4 bis 5 Mann Besatzung hat man da drauf, das kostet 130.000 Euro täglich. Also das muss man sich schon auch leisten können oder wollen. Und dann kriegt man Tonnen an Material auch zusammen. Bei Teichen ist es ein bisschen einfacher, die kann man trocken fallen lassen und dann im Frost geht eh alles dann nieder.
Und dann hat man noch versucht, mit Fischen, die das fressen, mit Graskarpfen zu arbeiten, aber die fressen bevorzugt unsere heimischen Wasserpflanzen und dann erst die kanadische Wasserpest. Und ja, das ist eben einfach keine gute Idee. Und es ist ja wieder kein einheimischer Fisch, wer weiß, was der dann wieder tut. So, kurze Pause. Das ist ein, ja, ich habe schon wirklich einen ganz aktuellen Neophyten- und Corona-Witz entdeckt in der Schweizer Zeitung. Ja, halb lustig. Und zwei Folien habe ich noch, Christa. Das na, ist, darf ja? ich noch ganz kurz das Thema Alamdex einbringen? Die Frau Julia Schneider hat jetzt in den Chat geschrieben, dass es derzeit eine Notfallzulassung gibt bis 31.08. beziehungsweise 13.10.2020 und nicht im Haus- und Kleingarten zulässig ist. Und wir haben in der Diskussion auch gesagt, das ist auch in der Anwendung sehr genau, weil es auch kompliziert anzuwenden ist, sehr genau nach Anleitung erfolgen muss. Das wollte ich jetzt noch ergänzen. Und ich würde sagen, ja, dass die weiteren invasiven Neophyten von dir noch präsentiert werden. Aber möchte noch hinweisen, wir haben wieder ein Rückmeldungstablett für Sie. Wenn Sie auf den Link drucken, der dann gleich in Kürze im Chat erscheint, das ist die digitale Binnwand und da können wir einfach Ihre Rückmeldung für das nächste Webinar einbauen und auch natürlich die Themen, die Sie interessiert, dass Sie die da auch hineinschreiben. Okay, dann würde ich sagen, du stellst noch die weiteren invasiven Neophyten vor. Diese Zeit nehmen wir uns auf jeden Fall und überziehen einfach ein bisschen. Gnadenlos. Gnadenlos, genau. Ja, ja. Ich spare mir das, wie gesagt, dieser halblustige Witz jetzt noch, deutscher Humor. Weitere invasive Neophyten. Ich gehe jetzt da gar nicht wirklich viel drauf auf. Wir haben ein wunderbares Blatt. Ich müsste jetzt eigentlich beim nächsten kommen hier. Unsere Neophyten, neue Pflanzen im öffentlichen Raum, was Gemeinden tun sollten. Und da haben wir natürlich zum Beispiel ja auch diese Neubelgien-Aster mit drin und Essigbaum und diese ganzen Sachen. Das ist in der Mitte übrigens ein wunderschönes Bild vom Krankenhaus in Zwettl. Ich habe das Bambuchs genannt. Da ist also der Bambus ausgebüxt und hat dann den Buchs verseucht. Also Bambus hat natürlich auch Potenzial, sich in der freien Natur elends auszubreiten. Und ja, dann haben wir Seidenpflanze und Topinambur und die ganzen Sachen. Die haben teilweise spezielle Bekämpfungsmöglichkeiten. Wir haben es, wie gesagt, in unserem Faltblatt hier mit drin. Und wir haben auch eins für Private. Das ist eben auch Neophyten, neue Pflanzen, wo eben auch für Privatgärten Tipps zur, ja, was man eben vielleicht nicht mehr tun sollte oder nicht mehr pflanzen sollte, steht dann eben alles mit drin. Aber weil wir eben am Ende sind und mir einfach noch ein paar Punkte, zwei, drei Punkte wichtig sind. Klimawandel als Wegbereiter, ja. Das ist so ziemlich die schlichteste Folie, die ich je in meiner Laufbahn gemacht habe. Der Klimawandel ist natürlich immer Wegbereiter, weil wir einfach mit höheren Temperaturen ganz andere Pflanzen zu uns kommen, die überwintern können. Wir haben jetzt auch, was weiß ich, bei den Feigen jetzt schon auch den Spreizflügelfalter und was weiß ich noch was bei uns, habe ich jetzt erst vorgestern eine Anfrage gehabt. Also wir kriegen neue Viecher, wir kriegen neue Pflanzen und wir werden uns da wahrscheinlich auch einfach ja damit auseinandersetzen müssen oder einfach damit leben müssen. Also Neophyten sind da und werden auch bleiben. Da gibt es einerseits die natürlich immer Drama, 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 müssen alles wegbringen. Dann gibt es die ganz Coolen, die sagen, ja, horch, wir als Menschen, wir denken dann immer so in Zeiträumen vielleicht von 100, 150 Jahren. Die Natur denkt ganz anders. Ne? Die nächste Eiszeit in 25, 30.000 Jahren oder sowas, die fetzt eh wieder alles weg. Ne? Also dann wird wieder alles voll neu aufgebaut. Wenn man keine Eiszeit, mein Gott, wir hatten auch Mammuts hier. Ne? Also ja, und Wollnashörner, die sind auch alle weg. Also es wird sich immer wieder was verändern. Also der Natur, der Erde ist es vielleicht relativ egal, wenn wir bloß hier Arten für uns erhalten wollen, die für uns jetzt auch wichtig sind, für unsere Natur, für unsere Insekten, dann muss man natürlich auch was tun. Ich glaube, der Mittelweg ist der beste. Keine Katastrophenstimmung, aber natürlich auch nicht, wo lehnen wir uns zurück, weil die Eiszeit wird es eh wieder regeln. So, das war noch mein Punkt. Dann habe ich die Links noch, habe ich ja versprochen am Anfang. Wir haben natürlich einerseits das Gartentelefon, das jederzeit auch angerufen werden kann. Also ich komme gerne vorbei, aber auch meine Kolleginnen und Kollegen in Zwettl haben immer sehr gute Tipps und es haben auch viele diese Neophytenausbildung bei der ÖWAF gemacht.
Dann ganz top, wirklich super aufgebaut vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, das Neobiota Austria, wo ich eben auch diese EU-Verordnungen und auch die wichtigsten, der kleine Nasenbär ist da auch, habe ich da auch rausgefunden. Also das ist wirklich eine wunderbare Seite. Dann haben wir die ÖWAF eben, die die Ausbildungen macht. Im Moment weiß ich nicht, wie es mit Corona aussieht. Und wer sich mehr für die Pflanzen, für die Biologie und für alles mögliche Hintergrunderkennung, da ist, habe ich beim Bundesamt für Naturschutz in Deutschland wirklich gesehen, die haben das sehr gut aufbereitet, auch Unterscheidungen mit heimischen Arten, dass da eben auch nichts passiert. Gut. Christa. Ich habe noch einige Chatfragen. Themen eher. Der Herr Johann Wagner würde gern noch einmal ein bisschen mehr über die Nutzung von Biogasanlagen wissen, ob das sinnvoll ist, die hinzubringen, ob die nehmen. Und auch natürlich, ob das dann auch eine finanzielle Auswirkung hat für die Gemeinden. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Also wir haben das ja, wie gesagt, durchgesprochen, auch in unserem Neophytenkurs. Und ich habe das so im Hinterkopf, dass die Biogasanlagen gar nicht so scharf teilweise auf die Neophyten sind. Einerseits natürlich, weil eben, wie gesagt, Springkraut durchaus da überleben kann, die Samen, oder zum Teil eben auch der Knöterich, dass sie eben dann mit der Entsorgung von dieser Restmasse dann einfach Probleme haben. Aber man sollte es trotzdem forcieren. Ich denke, da müsste man vielleicht an einem Strang ziehen, dass man wirklich mit Biovergasern dann einfach redet und mit denen mehr oder weniger ein Konzept aushandelt, dass man eben auch notfalls diese Reste dann auch kontrolliert. Ich weiß gar nicht, was mit denen geschieht. Also da habe ich jetzt keinen Überblick, was mit diesen Gärresten dann passiert. Aber es ist eine wunderbare Sache, mit denen zu arbeiten. Also muss man schon sagen. Und das sind irrsinnige Blattmassen, und sowas einfach verkommen zu lassen oder gar zu verbrennen, halte ich für einen Irrsinn. Also ich finde es sehr gut, wenn man die mit einbindet, wenn man da Biogas draus macht und notfalls mit dem Biogas dann ja Neophyten wieder flammt. Und von der Frau Dorothea Süß eher eine Anmerkung, dass in Gartenkatalogen oder in Gartencenter so die eine oder andere Pflanze auch noch gibt zum Kaufen, und dass da sicher eine Bewusstseinsbildung auch notwendig ist. Ja, absolut. Und wenn wir jetzt sehen, wie sich gerade wirklich auch der Schmetterlingsstrauch, also die Buddleia auch ausbreitet, der Sommerflieder, und teilweise auch, was habe ich jetzt gesehen, Christa, ich habe heute irgendwie so eine Matschbirne. Prunus laurocerasus, was ist das schon wieder? Das ist auf jeden Fall diese grünen Wände. Mir fällt der deutsche Name jetzt nicht ein. Vielleicht bin ich ja schon vergiftet von meinen Neophyten hier. Ich kenne nur die deutschen Namen. Ja, ich weiß, das ist fies jetzt gewesen. Aber die breiten sich alle aus. In der Schweiz haben sie große Probleme. Und die werden natürlich alle noch in Gartencentern angeboten. Ne? Man sieht auch teilweise noch Goldruten. Wir haben jetzt aber hier unsere Liste. Ne? Also wenn jetzt Gartencenter ist, das ist jetzt wirklich noch Garten. Ich kann da einen Tipp geben. Kirschlorbeer. Danke, der Kirschlorbeer. Super. Da bin ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen. Riecht wunderbar nach Marzipan, wenn man ihn häckselt. Wir haben ja die Liste einfach, wo praktisch alle Arten drauf sind, die eben nicht mehr vertrieben werden dürfen. Und wenn jetzt ein Gartencenter eben ist, das jetzt irgendwie noch Götterbäume anbietet oder südamerikanische Nasenbeeren, dann dürfen die das nicht. Das ist ganz klar. Okay, die Frau Lisa Erber wird gern noch wissen, ob auch bei Blauglockenbäumen, das ist ein Zungenbrecher, Blauglockenbäume, ob da das Ringeln nützt. Ja, nutzt auch wunderbar. Und das ist eine Pflanze, die ich auch immer mehr beobachte, die jetzt wirklich überall aufgeht. Und es ist eine wunderschöne Pflanze, aber sie hat wirklich invasives Potenzial. Sie ist meiner Meinung nach noch nicht auf der Liste. Paulownia wäre das dann. Na, ist noch nicht drauf. Kann natürlich sein, dass die jetzt irgendwann dann dazukommt. Aber Ringeln hilft bei eigentlich allen Holzgewächsen ab einer gewissen Größe. Wenn es natürlich kleiner sind, dann ist es schwierig. Aber würde prinzipiell auch gehen, ja.
Super, danke. Ich habe jetzt noch ganz kurz das Angebot an die Gemeinden von uns. Natur- und Gartengemeinden erhalten eine geförderte Gestaltungsberatung. Es gibt die Pflegeberatung von Andreas Steinert. Das heißt, wenn Sie anrufen, kommt er vor Ort und bespricht alle Themen der ökologischen Pflege, natürlich auch die Themen der invasiven Neophyten. Es gibt ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm für Bauhofmitarbeiter und Gemeindeverantwortliche, und die Broschüren und Publikationen finden Sie unter www.naturimgarten.at/gemeinden. Hier finden Sie zum Beispiel auch Referenzflächen in Niederösterreich, und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Natur im Garten Gemeinde werden und via Gemeinderatsbeschluss auch sich entscheiden, die Kernkriterien von Natur im Garten: keine chemisch-synthetischen Pestizide, keine chemisch-synthetischen Düngemittel, kein Torf, auf den Grünraumflächen in Ihrer Verantwortung anzuwenden und auf einen hohen, großen Wert auf die Biodiversität auch zu legen und die Vielfalt in der Gemeinde zu fördern. Ja, wir haben, Andreas, sagst noch kurz ein Angebot von deiner Seite? Ja, genau, wenn es denn will. Es will. Ja, das ist praktisch das, was wir wirklich auch alles sehr gerne beraten. Von Friedhof über Sportplätze habe ich nächste Woche auch wieder eine Beratung. Schulen, Kindergärten. Also einerseits natürlich die Pflege, aber auch die Gestaltungsberatung, die man sich natürlich für diese ganzen Sachen holen kann. Und ganz drüber so als Wölkchen Biodiversität. Biodiversität, ich habe es doch richtig geschrieben, dachte der Fehler. Und Biotopvernetzung, das sind für uns Punkte, die jetzt in Zukunft immer mehr wirklich auch reinspielen, weil wir wirklich mehr Blumenwiesen, mehr Wildstrauchhecken und sowas in den Gemeinden wollen, was natürlich auch dazu dient, Neophyten ein bisschen zurückzudrängen. Genau, unsere Natur im Garten Beraterinnen, Berater vor Ort, ihre Ansprechpartner in den Regionen, einfach auf der Website schauen. Und die nächste Folie bitte, Andreas. Unser nächstes Webinar ist am 25. September zum Thema Anlage von Staudenbeeten. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Für das heutige Webinar darf ich sagen, dass Sie heute noch einen Link erhalten und 48 Stunden nachschauen können. Das heißt, Sie können das Webinar noch einmal anschauen, wenn es Sie interessiert. Sie können im Chat noch Fragen stellen. Wir sind noch da für Sie und beantworten via Chat gerne die Fragen. Und wir sind natürlich auch ab Montag wieder für Sie da am Natur- und Gartentelefon oder heute Nachmittag. Die Telefonnummer ist 027274-4333 und natürlich immer auf www.naturimgarten.at, wo Sie auch via Chat mit unseren Kolleginnen und Kollegen vom Gartentelefon in Kontakt treten können. Ich glaube, dass wir alle Fragen, die derzeit da sind, auch beantwortet haben, und ich freue mich, dass Sie so zahlreich teilgenommen haben. Ich bedanke mich bei dir, Andrea Steinert, dass du dein gesamtes Wissen hier in dieser längeren Stunde eingebracht hast. Herzlichen Dank dafür. Ja, danke auch an wirklich die Teilnehmer, die sich dann wirklich auch eingebracht haben mit ihrem Wissen. Fand ich also wirklich klasse. Sehr schön. Vielen Dank. Ja. Da schließe ich mich an beim Dank. Herzlichen Dank für die Teilnahme. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Freitag, ein schönes Wochenende und freuen uns, Sie beim nächsten Webinar wiederzusehen.